Und wir schauen uns dann mal an, was Ali Awada Neues gezaubert hat in Sachen Jurassic Park Horror Shorts. So. Wenn ich meines One kriege, kann ich als DVD kriegen. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das 4K ist dann eben einfach jetzt so das Nonplusultra. Wenn du jetzt sagst, hier du, ich habe keinen 4K-Player, ich will die DVD haben, geht das logischerweise auch. Den hast du nicht gezeigt, da bricht Godzilla mit Kong aus dem Eis. Das haben wir jetzt nicht gesehen, nee. Das kann ich aber einfach auf Instagram auch nochmal besprechen oder eben zeigen. Ich glaube, das ist jetzt nicht, ne? Jetzt machen wir nicht nochmal einen Schritt zurück. Wir machen jetzt hier weiter mit Jurassic Park. Gibt noch eine Szene, weiß nicht, ob du die zeigen darfst, wo Kong Skull King wegtritt. Ja, das habe ich schon gesehen. Die wurde zumindest auch bei KDM auf dem Facebook-Kanal geleakt und eben gepostet. Und alles, was er eigentlich postet, ist soweit auch offiziell zeigbar. Das heißt, das ist wohl auch kein Leak in der Hinsicht, sondern auch irgendeine Art von Spot. Oder es stammt aus irgendeinem Spot oder so. Soweit ich weiß. Okay. Wie immer, Ali Awada macht super krasse Videos. Ich werde, wenn das Video hier auf YouTube hochgeladen ist, wenn ihr das jetzt gerade auch auf YouTube schaut, habt ihr in der Beschreibung unten einen Link drin zu Alis Kanal. Ihn auf jeden Fall abonnieren, denn was er wirklich da mit Blender zum Teil raushaut, ist genau das, was man als Jurassic Park Fan auch wirklich sehen will. Deswegen schauen wir uns jetzt hier mal an, was es Neues aus der Welt der Jurassic Park Horror Shortfilme geht. Zuerst den jetzt hier, danach gucken wir nochmal Sorna Episode 4. Da bin ich sehr gespannt drauf. Los geht's. Okay, I'm on my way. Thanks, Robbie. I know it's laid out, but John's been on my back for 20 minutes now about her. She's been walking around the paddock, and according to the CCTV, she seems a little dazed. Steht da oben Jurassic Park Personal Cam 16. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall aus der Sichtweise, aus dem Blickwinkel eines Parkmitarbeiters. Das haben wir schon mal gehabt, sowas ähnliches. Ja. Yeah, no problem. Tell John to clock this as overtime. Yeah, we'll do. We'll do. Appreciate it. I've been trying to come up with a solution for the packy fences because they keep short-circuiting them. I've been doing it all night. Okay, und die ganze Nummer hier spielt anscheinend zum Zeitpunkt von Jurassic Park 1 oder eben kurz davor, weil auch eben gerade kurz John Hammond angesprochen wurde. Where are the others? They're far away, in the east, by the holding pens. They haven't noticed her disappearance? I think the bull has. From control, I can see him pacing around anxiously. He knows something's up. Yeah, I bet he would. I've reached the interior passageway. Yeah, I've got you on live feed, I can see. We've got methocarbonol, lots of that. Can you remote access the gate? No, that one's manual, Robbie. Können wir irgendwie mal, ob Englisch oder Deutsch, ist mir jetzt auch gerade egal, aber Untertitel einblenden? Ich habe damit gerade so ein bisschen akustische Schwierigkeiten. Ja. It is. Spared no expense, eh? Ach, da unten steht es hier auch sogar. 4. Juli 91 spielt das Ganze, also sogar 2 Jahre vor dem ersten Jurassic Park Film. DC arbeitet an einem Animated Jurassic Justice League Film. Ja, animiert ist jetzt gar nicht so meins. Wenn das jetzt wirklich ein echter Film wäre, würde ich das viel geiler finden. One of my shoe insoles has moved about. Okay, jetzt geht's hier wieder um eine Fütterung oder was? The hell was that? Robbie?
Did you hear that? Yes. God, this place gives me the creeps at night. Don't worry about it, man. Just pop the gate open. It's not a live gate, is it? No, no, not that one. Okay. Ja, dann musst du dich aber auch auf deinen Partner vertrauen können, ne? Verlassen können. Wenn der Strom nämlich jetzt noch angeschaltet gewesen wäre, hätte er auf jeden Fall einen schönen Schlag bekommen. Ähnlich wie der liebe Tim in Jurassic Park 1. Ja, yeah, I think I see her. Okay, good. I think she's alone. Yeah, I'll keep an eye on the others for you. She's on her side. Doesn't look too good from here, Timmy. Disable the south entry gate for me. Disabled. Hat ausgesehen wie ein Parasaurolophus, ne? Oder ein Paricephalosaurus, meine ich. Ne, ist ein Triceratops tatsächlich. She's not moving. She hasn't for about 5 minutes now. You sure the others are far? I've got my eye on them, Robbie. I'll watch your back. Also, their vision is poor at night. Alrighty. I'm going in. She smells foul, man. Oh, die ist anscheinend tot. Ich dachte gerade schon, ob das vielleicht derselbe Triceratops sein soll, wie im allerersten Jurassic Park-Film. Oh, nee, die ist schon ein bisschen länger. Die ist schon ein bisschen länger tot. Oder ist sie tot? Yeah, I think I'll confirm right now that she's passed. Pupils are dilated, offensive open. Oh shit, it's the bull! Sorry, Robbie, I got distracted yeah, noting the dead that, trike. Robbie? It's a territorial display. He wants me to back away. Das gefällt mir immer saugut an Ali Awadas Film. Das hat er nämlich schon öfter mal gemacht, dass er auch wirklich mal Pflanzenfresser als so richtige Gefahr darstellt. Also eben genauso eine Gefahr wie auch die Fleischfresser quasi. Would you look at that? I don't think that's a territorial display, Tim. What are you talking about? Hang on. Don't want the others to sneak up on me, too. Oh my god. What is it, Robbie? Hold up. This is fascinating. Schnell zurück zum Auto, ey. Was war jetzt seine Mission gewesen? Gate live. He's still doing it. Tim, you know what I think? What? Tim, I think he's mourning her. Poor thing. Boah, ey, gerade wenn es so dunkel ist, dieser Park wirklich ultra unheimlich. Tell John to come watch his assets now. It's heartbreaking. Yeah, that's really sad. Tim, there's a packy out here. What the hell is going on? Oh shit. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die sind halt. Die sind halt gar nicht so ohne. Das sind wirklich fiese Viecher. Robbie, are you okay? Robbie, are you there? Besonders wegen den Raptoren, ja, aber ich finde, er zeigt hier auch gerade, dass sogar die Pflanzenfresser wirklich unheimlich sein können. Das ist ja, boah. Robbie, don't move. Don't stand. It'll think you're challenging it. Stay on the ground. Don't make. Wird er jetzt wirklich vom Paricephalosaurus umgebracht? That's it. Stay still. Robbie? Nee, er geht weg. Okay, da kommt aber jetzt noch irgendwas auf jeden Fall. Ascent containment is about 80 seconds away. Robbie, no!
Ja, okay, krass. Robby? Him, it's Robby? Inside! Robby! Robby! Robby? Robby soll eigentlich... Oh Gott, ach du Scheiße. Ich glaube, Robby ist jetzt ziemlich am Arsch, ne? Nee, keine Chance. Tim, there's another one! Boah, das ist aber krass. Was macht Robby? Ist er dumm? Ey, Robby hat einfach Panik bekommen und wollte wegrennen. Und er wurde jetzt einfach von diesen Paris totgekopfnust. Totgekopfnust. Ihr wisst, was ich meine, aber ich fand, das ist ja schon krass. Das wäre auch ein geiler Anfang für einen neuen Jurassic-Film. Oder zumindest so einen Jurassic-Film, der vielleicht nochmal so in die Vergangenheit geht. Das war so ein richtig typisches Jurassic-Opening, wo irgendwas einfach schief geht, was eigentlich relativ simpel ist. Haben wir eigentlich in den meisten Filmen. Im dritten Teil war es das Paragliding, was soll da schon schief gehen? Ja gut, das war schon dumm im dritten Teil, aber im zweiten Teil war es einfach eine Familie, die einfach nur am Strand was essen wollte mit ihrer Yacht. Im ersten Teil wollten die einfach nur den Raptor mit diesem Ding in so ein Gehege reinlassen. Ich finde, das passt da richtig gut dazu. Fand ich sehr geil. Ja. Vor allem eben dann auch noch die Pachycephalosaurier als die, die waren nicht böse, aber als die Gefahr darzustellen. Und das ist halt wirklich krass, weil so ein Fleischfresser, der frisst dich halt einfach. So ein Pachycephalosaurus, der schlägt dich quasi zu Tode, was wir eben gerade auch gesehen haben. Ja, krass. Sehr gut. Sehr gut.